Ja Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer mit der Wii und Mario. Mario Kart Wii. Ja, ich habe heute die Zeit gefunden. Wir haben Montag, wir haben ersten Tag Schule wieder gehabt. Gestern noch, ja, gestern den ganzen Tag an Physik schön gemacht. Habe ich glaube ich aber auch erzählt. Ja, und wir haben drei Spielstände. Ich habe drei Accounts gemacht, auf denen ich immer verteilt online spiele, damit ich immer überall so ungefähr gleich viele Punkte habe und mich nicht aufregen muss, wenn ich mal 10 Strecken hintereinander übelst abkacke. Ja, Leute, das mag klar klingen. Ja, klang krank meine ich. Mag krank klingen, aber es ist ganz wirklich, es ist wirklich sinnvoll, auch wenn ich mich trotzdem immer noch so aufrege. Aber nö, ich finde das ganz schön mit drei Accounts. Das ist gut und ja. So, verbinde mit Nintendo WFC, WFC. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal das Ganze, wie man das jetzt hier so macht. Jetzt gehen wir hier auf unseren Charakter, den wir haben wollen, Charakter, whatever. Sagen natürlich manuell. Automatik komme ich gar nicht mit klar. Immer manuell. Manuell ist immer besser. Von Manus die Hand. Lateinisch habe ich heute auch gehabt. Habe meine Arbeit aber nicht, meine Klausur nicht wiederbekommen. Das hätte wahrscheinlich auch einen übelsten Fail gegeben, weil das war nicht gut, die Klausur. Sie meinte heute nur, der so schwer war der Text doch gar nicht in der Arbeit. Ja, im Nachhinein ist der nie schwer, ne? Nur in der Arbeit da erstmal drauf zu kommen. So, was haben wir? Irland, ja klar. Überwiegend Europäer, ist aber auch völlig klar. Ich glaube Japan, Moment, Japan. Japan ist im Osten. Die haben. Boah, Leute, die sind vor uns, meine ich. Die sind schneller. Das heißt, die haben später. Ja. Die haben später. Nee, doch, da müssten die Japaner jetzt eigentlich bald kommen. Wir haben, glaube ich, auch einen Japaner. Und Amerika ist, glaube ich, die Ostküste bei denen ist 6 Stunden. New York ist 6 Stunden, glaube ich, Unterschied. Die haben jetzt 10 Uhr morgens. So, Amerikaner frühstücken, Japaner essen zu Abend oder gehen schon pennen und wir spielen, sind genau mittendrin. Für uns ist jetzt Zeit, um das zu spielen. Was ich lustig finde, immer wenn ich warte darauf, dass ich spielen kann, fahren die Leute immer Regenbogenboulevard, also sehr oft. Weil ich dann immer gut finde, weil ich dann immer hoffe, dass ich nicht nochmal dran bin. Oh, The Peach scheint gewonnen zu haben. Gute Peach. Die Leute, die Peach oder Daisy nehmen, sind eh generell, finde ich, irgendwie sehr gut. Also machen zumindest den Eindruck. Was scheiße ist, dass ich hier sehe, bei dem Programm hier, mein Outer City, irgendwie nimmt er die Stimme, glaube ich, ziemlich leise auf. Da müssen wir dann im Hintergrund nochmal was dran drehen. Man nimmt also gut auf, mal nicht. Oh, 8000 Punkte, der Japaner. Ja, ich sag's euch, Leute. Jetzt haben wir mal so einen richtigen Killer-Japaner dabei. Das ist mal gut. So, wir nehmen Todfabrik. Die sind nämlich übel, die Killer-Japaner. Aber mit denen macht das Spaß. Ey, kein Regenbogenboulevard. Die Keishi-Kane ist Mist. Der Rest ist eigentlich relativ in Ordnung, ja. Jo. Pilzschlucht gefällt mir auch sehr gut. Ja, und natürlich einen der Frage. Boah, wie sieht der denn aus? Alles in Orange. Die Haare sehen auch orange aus. Pilzschlucht, Leute. It sounds very good. Godness, göttlich. Ah, oh, I don't know. Okay, Pilzschlucht wollen wir mal reinhauen. Wir sind Neunter, glaube ich. Jo, auf geht's. So, ich kann nur einen Part machen, weil da muss ich auch zum Training. Aber wollen wir mal gucken, wie man in dem einen Part abschneidet hier. Bam, bam. Ja, da hat er sich gedacht, da kann er uns mal schön verarschen. Falsch gedacht. So. Zack. Boah, Gott sei Dank sind wir weggefahren. Weil der Yoshi, der Sack hätte uns volle Kanne mitgenommen. Oh, boah, das ist immer kriminell, aber wenn man. Wow, wie knapp. Sonst werde ich immer getroffen. Jetzt habe ich einmal Glück gehabt. So. So, schön ein Item mitbekommen. Ah, das war nicht so klug, eventuell den wegzugeben. Egal. So, erstmal den ersten wegballern.
Leute, die scheinen mir aber alle relativ gut zu sein. Boah, schon wieder Glück ohne Ende gehabt. Da ist der Japaner. Spielt der ein Yoshi oder was? Ja, der spielt ein Yoshi. Boah, Leute, wie übel gut. Wie übel, wenn wir das halten, was wir nicht halten werden wahrscheinlich, weil wir abgeschossen werden gleich. Ich kenne das, das ist behindert, gerade wenn man mit 8000er fährt. Die sind immer besser. Gerade am Ende haben die noch immer irgendwelche, da seht ihr. Vor allem ist der immer schneller. Ah, was für eine Scheiße. Aber das ist doch gar nicht der 8000er, der 8000er ist doch der Yoshi. Oder war der Japaner gar nicht? Ist der Yoshi jetzt daneben geflogen? Das wäre selten. Was, wir hatten da jetzt einen Kugelwilli? Ja! Boah, Table, du bist so dämlich. Boah, das war ein dämlicher vierter Platz, Leute. Das war dämlich. Da hätten wir locker weiter vorne sein können. Nur weil ich in den behinderten Goomba gefahren bin, ey. Boah, aber hoffentlich kriegen wir Pluspunkte. Wenn wir jetzt Minus kriegen, wir waren eigentlich gut, finde ich. Bis zum Schluss. Der Fehler mit dem Goomba hätte nicht passieren dürfen. Wenn das jemand weiß von euch, wieso... Also ich habe das Gefühl, die 8000er sind immer schneller. Wie kann man schneller werden? Was? Minus 1, hallo? Habt ihr sie noch alle? Guckt euch an, wie der Japaner abgekackt ist. Wenn jemand weiß, wie man da schneller wird. Weil ich habe immer das Gefühl, die anderen sind immer schneller. Also gerade diese 8000er, 9000er. Nehmen die Abkürzungen oder was? Oder wieso sind die schneller? Das verstehe ich irgendwie nicht. Und wenn jemand weiß, wie man da diese goldenen Lenkräder kriegen kann oder so, die anderen da haben, das verstehe ich auch nicht, wie man die kriegen kann. Dann sagt mir aber bitte Bescheid. Das habe ich irgendwie noch nicht durchblickt. Da habe ich die Technik noch nicht gefunden oder so. Ich weiß es nicht. Aber das weiß ich noch nicht. So, was haben wir jetzt? Okay, 8000er, 7000. Ja, müssten wir eigentlich so unter die ersten drei kommen. Wenn wir gut sind. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt auch. Also eben, wie gesagt, war dumm. Wir hätten Dritter hätten wir werden können. Das hätten wir schaffen können. Aber ja, dann in den behinderten Goomba gefahren. Und dann, ja, dann war Ende. Das war echt ärgerlich. Aber wir waren zwischenzeitlich Erster, haben den 8000 abgehängt. Das ist schon mal ein Erfolg. Das finde ich schon mal wirklich sehr, sehr, very well done. Sehr gut. Und ja, wollen wir mal gucken, was jetzt für eine Strecke kommt. Viermal Fragezeichen, Mond, ja, das ist außer, ich sag ja, die DK-Schikane. Nein, und die kommt auch noch, wetten. Nein, nein, GBA Scheirei-Strand. I hate it. Ich hasse es. Das ist somit die beschissenste Strecke, die kann ich nicht. Irgendwie habe ich da das Feeling nicht für die Strecke. Ich weiß nicht, die konnte ich noch nie. Vor allem, weil die immer ihre komischen... Scheiß, ja, ihr wisst schon, Bomben dahin werfen. Was ich eh nie verstehe. Ach, da gibt's eine Abkürzung! Ja, und dann kommt darüber! Natürlich! Du Scheißkrebs! Und ich darf das sagen mit dem Scheißkrebs. Ich bin Sternzeichenkrebs. Nein! Und ich guck noch nach hinten und da fährt er wieder an mich rein. Natürlich! GBA Scheigeistrand, nicht nur die Strecke, die ich nicht fahren kann, nein, auch noch die Strecke, wo ich wieder verarscht werde. So, Leute. Ja, klar, da hat man einmal so einen geilen Pilz und dann so einen Scheiß. Natürlich. Geht doch nach Hause, ey. Ja, und wie ihr euch bewegt, habe ich noch nie verstanden. Wenn ich jetzt die Bombe noch, ne? Boah, Leute, das ist übelste Beschiss, die Strecke. So, jetzt könnt ihr mich aber mal. Boah, geil. Erstmal an den ersten Platz gecheatet. Mit so einem geilen Pilz. Ja! Was für ein Penner. Kriegt doch wieder... Ja, Dritter ist voll in Ordnung. Den Platz nehme ich gerne. Den nehme ich auch freiwillig. Da will ich gar nicht... Ja! Du Spast! Ja, klar. Ja, natürlich. Natürlich. Klar. Warum seid ihr alle wieder schneller?
Und dann auch noch vor der Ziellinie, oder was? Ja, natürlich, Siebter! Geht euch doch... Fiss. Ja, minus 92! Geh nach Hause, ein Rennen mach mal noch, ey. Wie behindert das wieder ist. Wir waren Erster zwischenzeitlich auch durch das Glück. Und dann werden wir wieder nur abgeschossen. Dann fahre ich über dieses Ding und dann legt mir der... Ja, ihr wisst schon, was da, dieser... Ich weiß nicht mehr, was es war. So ein Block dahin und so ein scheiß Pilz oder sowas. Echt, ey, das kann nicht wahr sein. Und wieder minus 93, ey. Boah, Leute, ich sollte nicht Let's Playen, wenn ich fahre hier. Also, ich reg mich nur noch mehr auf, wenn ich hier... So, kommt mal hinne, der Part ist leicht zu Ende. Ich hab keinen Bock darauf, zwei Parts zu machen, weil zwei Sekunden drüber ist. Das ist Quatsch. Also kommt. Die Kay-Schikane, ey, wenn das kommt, ne? Schon wieder Pilzschlucht. Jungs, ich sag's euch, wenn ich in der letzten Runde wieder diesen beschissenen Goomba mitnehme, dann ist aber Ende. Dann ist Ende! Komm schon. So, Freunde, jetzt wollen wir uns erstmal für den siebten Platz revanchieren, nennt man das. Wir revanchieren uns. So. Schnell weg. Boah, Leute, das war so nicht geplant. Das war eigentlich übelst beschissen. Ich wollte links lang. Da war aber der Zaun und das habe ich zu spät gesehen. Da war das alles ziemlich blöd. So. Du da hinten mit deinem behinderten Stern kriegst mich nicht. Ah, die sind uns aber alle sehr dicht, leider. Ja, natürlich, jetzt wo ich meine Banane für... Ja, und ich habe doch... Ihr verdammten Franzosen! Egal, ob ihr welche seid oder nicht, ihr habt Mr. Nuts programmiert und ihr seid auch schuld, wenn ich verliere. Verreckt eure eigenen Drecksbrühe, ey. Ja, komm, flieg daneben. So. Ihr sterben. Boah, jetzt haben wir so einen Spezialisten nach vorne, der sich denkt, klar, ein roter Pilz ist schön. Ich sag dir, wenn er mich jetzt ab... Ja, das Problem ist, wir dürfen... Ja! Wie behindert der ist! Gib den roten... Boah, Leute, was für ein Glück wir haben, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir die Banane mitgenommen haben oder jetzt nicht. So, wir haben einen Panzerschutz eigentlich. Eigentlich kann uns damit fast nichts... Fast... Ich sage fast nichts passieren, aus dem Grund, weil ich das kenne, dass jetzt gleich so ein blauer Scheißpilz noch kommt. Oder die uns jetzt hier gleich mit dem Stern oder sei es auch ein Kugelwilli noch runterhauen. Oder sei es ein behinderter Blitz, der fast dafür verursacht. Weißt du, alles habe ich aufgezählt. Nur nicht den Blitz, der hat uns fast das Leben gekostet. So, am Ende des Parts nochmal schön einmal Erster. Was will man mehr, Leute? So muss das sein. Yay! Wow, haben sogar den Japaner abgezogen. Wie geil. So, jetzt haben wir wieder ein paar Pluspunkte. Damit haben wir dann da drin, was wir davor abgekackt haben, wieder drin, den scheiß Scheigeilstrand. So, komm, jetzt zeig noch schnell die Punkteverteilung, bevor der Part Ende ist. Boah, 86. Wir haben zwar eben ein paar 90 verloren, aber das ist auch schon schön. Und seht mal, Leute, der Japaner ist von 8600 noch irgendwas schon auf 8400. So, wir wollen beenden machen. Ich werde jetzt zum Training... Oh, 12 Spieler, das wäre interessant geworden. Ich werde jetzt zum Training gehen, Leute. Und see us bei dem nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.